geht. Der Boy ist so drunk und fährt heim auf seinem Fahrrad. Das ist krass. Kurve! Junge, 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 ich bin gerade durch Pferdescheiße gefahren. Oh, was geht kurz? Oh ja! So. Ich bin komplett besoffen, Dude. Alter Homo! Halt, gibt's Fazit! Hey, 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 guten Morgen, Hoff, der schönste Koksplanet seit dem Untergang von Escobar 7. Und ihr hört Sniff Radio, dem einzigen und deshalb geilsten Radiosender dieses ausschließlich mit Kokain bedeckten Felsbrockens. Es ist genau 10.42 Uhr und wir haben einen Anrufer. Du hörst Sniff Radio. Wer ist in der Leitung? Ja, hallo, hier ist der Horst von der Schildgenerator-Frühschicht. Hey Horst, du bist live auf Sendung. Willst du jemanden grüßen? Ja, ich grüße meinen Hamster, meine Mutti und meinen Mitbewohner, der sowas von dran ist mit Kloputzen. Und ich wünsche mir das Lied Koksen ist Scheiße von KIZ. Okay Horst, ihr hört Sniff Radio und das hat sicher nichts mit Drogen zu tun. Oh Mann, die spielen doch echt nur Scheiße, das ist ja nicht auszuhalten. Hahn, wie macht man dieses verdammte Radio nochmal aus? Ich werd gleich verrückt. Ja, du musst den Home-Button mindestens 5 Sekunden durchdrücken, du Vollidiot. Das habe ich schon probiert, funktioniert aber auch nicht wirklich. Ja, das kann ja auch nicht funktionieren, weil bei dir noch die Kindersicherung drin ist. Es hat einen Grund, warum du die Finger davon lassen sollst. Ja gut, dann lasse ich die Finger davon und guck mir diesen Engel an, der gerade vom Himmel gefallen ist, okay? was los? Alles okay? Willst du was von meinem Ritalin abhaben? Geht's dir gut oder so? Hallo. Ein Braunbär. Endlich jemand, der zu meiner Teeparty kommt. Kann mir von euch Knecht mal einer mein verdammtes Tauntaun abnehmen? Das Ding lief schon wieder wie die Säue. Ich glaube, es ist schon wieder brünftig. Aber das ist ein Weibchen. Ja, das ist ja genau mein Problem. So eine Scheiße. Hallo, Morgan. Ja, ich habe schon fünfmal gesagt, dass ihr mich nicht Hans nennen sollt. Okay, bis später, Hans. Joey, du Gurkenloch! Was? Ah, hi, Han, ich baue uns gerade eine neue Xbox ein. Guckst du dir mal an? Halt. Ich hab doch gesagt, du sollst den Barblicker reparieren. Da hab ich aber keine Lust drauf. Den braucht eh kein Mensch. Du hast ja nicht mal einen Führerschein.